Willkommen vor den Empfangsgeräten. Nee, ich bin Mongo Zerkum von den Frakta und das ist mein Vorspann, den ich immer vor Spielen zeige, die entweder ab 18 sind, also USK 18 sind, oder im Allgemeinen geht das ja Hand in Hand, indiziert in Deutschland. In dem Fall handeln das ja und manchmal steht einem die eigene Zunge weg. Und in diesem Fall handelt es sich eben um Crusader No Remorse und das Spiel, das wird vielen Leuten eh schon nichts mehr sagen. Es hat schon ein paar Jahre Buckel. Ja, es ändert aber nichts darin, dass es nach deutschem geltenden Recht weiterhin bis ins Jahr 2020 oder sowas, wenn vorher kein Antrag gestellt wird, weiterhin indiziert bleibt. Und damit auch weiterhin USK 18. Ob das immer noch Sinn macht bei dem Spiel, das steht ja halt jetzt zur Debatte. Es ist halt so. Und in dem Fall gibt es halt jetzt einen Vorspann, wo ich alle bitte, die nicht 18 Jahre alt sind, also über 18 Jahre alt sind, auszuschalten. Macht was anderes, das Video läuft euch nicht weg und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß mit anderen Videos, Spielen, Büchern, freier Natur, alles was eben Laune macht und ich wünsche euch was. Macht's gut, Freunde der Nacht. Das war's. Tschö. So, willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongo Zerkum von den Frakta und ich bin Crusader No Remorse. Und leider hat das Video irgendwie sich einen abgeruckelt. Da konnte ich einstellen, wie ich lustig war in der DOS-Box. Es wollte irgendwie nicht so, wie ich das gerne gezeigt hätte. Das Spiel ist von 1995 und ich muss es natürlich in der DOS-Box starten, sonst bekomme ich das halt einfach nicht mehr zum Laufen. Bei vielen Spielen funktioniert das gut, bei einigen Spielen funktioniert so lala. Ich muss aber ehrlich zugeben, ich hatte jetzt nicht die Muße, durch das World Wide Web zu surfen, auf der Suche nach einer Anleitung, wie ich das richtig flüssig zum Rennen bekomme. Ich hoffe, dass das jetzt nur an den Videos rumruckelt, ja, und das Spiel flüssiger geht. Ja, das Spiel hat ja auch eine interessante Geschichte. Nämlich, es ist in Deutschland nicht so populär geworden damals, dass, also so im Vergleich zu anderen Spielen. Das lag aber auch einfach daran, das Spiel wurde ja zügig USK 18 eingestuft, wegen der exzessiven Gewaltanwendung, was aus heutiger Sicht völlig lächerlich ist, weil Moorhuhn ja schon mehr Gewalt zeigt und auf so manchen Kinderkanal Browser-Spiel Rail-Shooter-Game deutlich mehr abgeht. Aber das waren halt andere Zeiten, 1995, da hat man die Dinge viel empfindlicher gesehen und es gab halt noch keine richtige Rechtsprechung etc. dazu und Regeln und deshalb wurde das Spiel auch prompt indiziert, obwohl es sogar eine deutsche Version gab, das ist halt auch die, die ich habe, und die extremst geschnitten wurde, da wurde echt alles rausgenommen an Todesanimationen und Blut und weiß der Geier was. Da gab es dann auch irgendwelche Anleitungen, gut, 1995 noch nicht im Internet, ist klar, aber auch damals hatten die Menschen Möglichkeiten zu kommunizieren und so lief das halt über diese, ja wie man das nennen, Pausenhofnetzwerke, ja, so, hey, da musst du da und da, das, ja, alles klar. Muss ich jetzt nicht weiter ausführen, ist auch eigentlich irrelevant. Ich finde das immer so ein bisschen lächerlich. Diskussion, ist das jetzt wirklich notwendig, dass da irgendwie digitales rote Pixel rumfliegen oder nicht? Mir gibt das jetzt nichts. Jetzt könnte man natürlich darüber diskutieren, wie nötig war das, das Spiel zu indizieren. Wie gesagt, es waren halt andere Zeiten. Man kann auch über die Indizierung an sich diskutieren. Ich persönlich finde die so sinnvoll wie ein Kropf, weil
Ja, wir haben in Deutschland nun mal die USK 18 Einstellung, ja, gibt's ja, USK 18, zack, und damit nicht mehr für Jugendliche frei verkaufbar. Damit ist der Jugendschutz eigentlich gewährt. Dann gibt es in Deutschland aber noch eine Zensurbehörde, ja, die indiziert Spiele. Das ist halt aber einfach so ein deutscher Bullshit, den gibt es schon seit, ach, weiß nicht, da gab es mal irgendwie Weimarer Republik so eine üble Behörde, die nannte sich auch schon entsprechend irgendwas mit Schund- und Schmutzbehörde. Da ist ja geil, was, ich habe das irgendwann mal gelesen. Unsere Freunde von den konservativen Unionsparteien haben das in der BRD dann auch wieder eingeführt und die ist uns erhalten geblieben. Das ist natürlich völlig für die Füße, weil wenn die USK 18 ja schon den Jugendschutz gewährt, für was brauchen wir dann noch eine Indizierung, die ja nichts ändert, ja, nur die Verkaufbarkeit und die Bewerbung einstellt zu dem Spiel, damit mit dem Jugendschutz nichts zu tun hat, sondern bloß für Erwachsene eine Handelserschwernis ist. Dass das noch nicht auf EU-Ebene weggesprengt wurde, die beknackte Regelung, ist mir völlig schleierhaft, weil wir haben ja extra dieses PEGI eingeführt auf EU-Ebene. Aber da redet man gegen Wände. Ja. Es gibt halt einfach Menschen in Deutschland, auch immer noch diese Unionsparteien, die halten ja auch das Internet weiterhin für eine Modeerscheinung und die Videospiele für sowas Bösartiges, was prinzipiell ja jeden Menschen, der, und wenn er die Sims spielt, zu einem potenziellen Massenmörder macht. Gut, bei den Sims könnte ich darüber jetzt schon diskutieren, wenn man das Spiel mal, ich zeige euch das auch, ich habe das tatsächlich auch, die Sims, wenn man seine komische Tante zum 15 Mal hintereinander aufs Klo schicken muss, dann muss ich echt zugeben, da kommt ein gewisses Aggressionsdings auf, ja. Aber davon abhängig, unabhängig, das Spiel ist halt immer nur indiziert, weil halt niemals der Antrag gestellt wurde. Irgendwie so und so viele Jahre nach dem Indizierung kann man nicht einen Antrag stellen von der eben dem Rechtsinhaber, ob die Indizierung nicht aufgehoben werden kann, die wird hier locker durchgehen und spätestens, glaube ich, 25 Jahre später verfällt die sowieso. Und jetzt gehen wir mal ins Spiel. Ich habe mich schon wieder genug aufgeregt. Ich bin mal in dem Fall Gelegenheitskämpfer, weil es ja schon ewig her ist. Ich habe das Spiel natürlich auch damals als Jugendlicher mir organisiert. Weil Indizierung bringt überhaupt nichts. Die Leute, die das Spiel haben wollen, die bekommen es. Und gerade in dem Moment, wo ein Spiel indiziert wird, heißt das ja nicht, also auf dem Schulhof, da alle sagen so, ach Menno, oh wie schade, das Spiel werden wir niemals spielen. Nein, das heißt bloß, dass der Pausenhof wird von dem Scheißspiel streiken, ja? Dass dann irgendwelche älteren Schüler, beziehungsweise die Brüder von Schülern, dann loszockeln, die halt über 18 sind, kaufen das Spiel und verticken das eben an die Jüngeren. Und im Moment, wo es indiziert ist, wird das halt heiße Ware. Also ob irgendeiner, der auf dem Schulhof irgendwie patrouilliert von Lehrer, der irgendwie einen Schimmel hätte, aber davon abhängig, unabhängig, steigt halt niemand der Wert und ich muss dann irgendwie 25 Snickers mehr abdrücken und halt einfach direkt Kohle. Ja. Und das wurde halt entsprechend damals gut gehandelt. Das Spiel natürlich auch, wie alle Spiele, die indiziert wurden. Und sei es Doom oder Quake, die darf ich ja mittlerweile wieder nennen in so Videos, weil die Indizierung aufgehoben wurde. Die wurden natürlich auch begeistert gehandelt. Ja, das ist ja jetzt nicht so, dass die Leute gesagt haben, oh, dann kaufst du nicht. Ja, egal, jetzt kommen wir gehen rein. Ich reg mich nur wieder auf. Das ist so ein knackter Schwachsinn in Deutschland. Die Österreicher, die lachen uns bei jeder Gelegenheit deswegen aus und das auch völlig zu Recht. Ja, völlig zu Recht. Zuerst einmal herzlich willkommen im Widerstand. Ah, komm, den überspringen wir mal. Das ist so verruggelt. Aber schön finde ich, das waren in die 90er, wenn man also Command and Conquer, das dürfte fast jedem die Fläuchen Dingens sein, ein Begriff. Da hat man ja auch diese schönen Videosequenzen. Ah, der macht jetzt einen Alarm. Ich muss mal die Steuerung erstmal wieder hinkriegen. Das ist gar nicht so leicht mit der Maus in dieser DOS-Box-Schirm. Warte mal, Pfeiltasten laufe ich. Übrigens, wenn euch die Grafik bekannt vorkommt, das ist nicht verwunderlich, weil. Oh, schnell weg. Da kommt. Oh, das ist gerade gehüpft, oder? So, und da ist mein. Aua, Mann! Mann! Boah, das lässt sich kaum steuern, so. So, das war jetzt die brutale Gewaltanwendung in diesem Spiel, weswegen es indiziert wurde. Ja, brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, oder? So, also wenn die Grafik bekannt vorkommt, Origin, ja, haben das Spiel gemacht und die haben auch damals die Ultima-Reihe gemacht. Und das da ist die Grafik von Ultima... Oh, shit, welche Teil waren das? Pagan war... Oh Mann, Leute, 7, 8, ach, ist auch völlig egal. Irgendwie Ultima Teil war Pagan. Und das ist jedenfalls die Grafik davon. Also, erkennt man, gell? Das ist generell so eine Grafikdarstellung, die war damals echt beliebt. Das ein bisschen so ähnlich aussieht, das ist ja Arcanum, obwohl das von Sierra ist, glaube ich.
und ganz andere Baustelle, aber das ist halt so eine beliebte Grafik gewesen. Das Coole dran ist, du kannst fast alles kaputt machen. Das doof ist, da explodiert es aber auch, glaube ich. Mama, ich glaube, das war so eine Kiste, aber die hätte ich auch bedienen können, glaube ich. Ich habe aber nicht mehr so viel Munition. Ich drücke mal irgendwelche Tasten. Klar, ich hätte jetzt mir auch natürlich die Mühe machen können. Und, warte mal, das wäre vielleicht auch sogar noch. Zieh doch mal deine Waffe aus dem Holz, Alter. Ah, das war ich ja wieder, weil ich das Spiel lange nicht gespielt habe. Aber gut, das liegt ja jetzt nicht an dem Spiel selbst, das ist halt einfach DOSBox. So schön das auch alles ist, das ist... Nicht schießen! Warte mal, das ist so ein Heildings, oder? Na gut, ich war jetzt ja nicht verwundet. Ich brauche Munition. Ach man ey, das ist echt übel mit der Maus, die ruckelt da rum. Ich habe die Cycles richtig hochgetrieben in der Hoffnung, dass es dann besser geht. Will's aber nicht wirklich. Warte mal, jetzt schieße ich mal da drauf, dann seht ihr das. Ach doch, Ammo. So, genau, jetzt kann man das zum Beispiel wegrollen lassen. Ach man. Ach, Mann, stell dich nicht so an. Ach, ich treffe den doch gar nicht. Wo schieße ich denn hin? Das Lustige ist ja, ich habe damals, wie ich das zum ersten Mal gespielt habe, habe ich gedacht so, ach cool, Rebellen, republikanische Rebellen aus Star Wars, weil die hier diese Uniformen von den Handeln da in den schwarzen Westen, die sehen so ein bisschen so aus, ja ich weiß, du ergibst dich, ich mach dir doch auch gar nichts, ist doch alles fein. Aber die Kiste, das sind doch Kisten, die kann ich doch öffnen. Mann, lauf doch da. Hey, Sicherheitsleute, ihr nervt. So, jetzt zieh doch mal wieder deine Knarre raus. So, warte mal. Jetzt machen wir was anderes. Optionen. Was? Wie aus? Nee. Ach so, begrenzen. Ja, das ist quasi so Muschi-Dings-Einstellung, weil wenn ich so jetzt zum Beispiel dieses Atom-Dings anschieße, ich wollte aber noch gerade gucken, gibt es hier gar keine Tastaturbelegung. Och Mann. Nee, alles gut. So. Da bin ich wieder. Ja, ist abgeschmiert. Auch dieses Spiel mag es nicht, wenn ich während des Spiels in den Optionen rumzacke. Ja, ja, dann ignorieren wir jetzt einfach mal die Kisten und versuchen einfach mal ein bisschen weiter reinzukommen. Ja, es ist halt schon... geht eigentlich so in Richtung Shooter, ja, nur hat man halt... Alarmstufe rot. Ja, halt nicht aus der First Person, sondern eben ja, aus dieser Ansicht. Ach oh nee, das gibt's doch nicht. Wie ging denn das nochmal? Oh. Oh, ah genau, da kommt so ein Dingsbums-Roboter. Genau! Warte mal. So. Das schießt auf mich, das Roboter-Ding. Ach stimmt, nee, ich muss sogar noch. Und ich weiß, dass ich den echt schwer kaputt gekriegt habe. Also ignoriere ich ihn jetzt einfach und lauf so gut es mich voranruckelt weg. Ja. Warte mal. Ja, komm, geh doch kaputt. Wenn ich schon ja sowas, was denn explodieren kann, versteckelt. Ach Mann, ey, das ist echt nicht einfach hier mit der Maus. Das will ich hier mal erwähnt haben, was ich hier für euch schon wieder leide. Ach, jetzt ist mir gerade so blöd. Jetzt sprengen wir halt nichts in die Luft. Ergeben Sie sich. Ja, davon träumst du aber nur nachts, Junge, oder? Ah, jetzt schießt du. ja, gut. Ja, auch 1995 war die KI nicht notwendigerweise viel besser als heute. Jetzt fallen jetzt bloß nicht auch noch 102. Alter! Aber ein schöner Stelzsprung ins Wasser rein, ne? Einwandfrei. So was machen im Schwimmbad bloß die junge Bube, die Mädchen imponieren wolle. Und danach mit blau-grün gekloppte Klöte im Schatten liege und das bereue mit so einem Sprung ins Wasser. Ja, was jetzt? Jetzt würde ich euch echt gern viel mehr von dem Spiel zeigen. Warte mal, machen wir mal hier. Ja, machen wir ein neues Spiel. Ich bin unerbittlich, ja? Ich bin gnadenlos.
Warte mal, wir bleiben jetzt diesmal in der Kiste vorne stehen und ich probiere mal, dass ich die aufkriege. Boah, ich ist gerade auch ganz leicht zu spielig. Ich habe die ganze Visage voller Abregcreme, ja, weil ich mir so der Bels verbrennt habe heute in der Sonne. Er ist unfassbar. April und ich habe einen Sonnenbrand wie sonst, keine Ahnung, 24 Stunden durchsaufen auf Ibiza. Nee, das war's nicht. Mit Space geht er in Dingsbums-Haltung. Ja, komm, jetzt nicht rumballern. Oh, Junge. Ja, oh, jetzt rennt er sogar mal. Ich weiß nicht, wie ich das ausgelöst habe. Ja. Hell in den Strumpfhosen. Anders kann man das nicht ausdrücken. So, jetzt, aber... Ich weiß, dass man die Dinge auf... Ja, also eigentlich habe ich den Auftrag hier, so ein... Was soll ich kaputt machen? Irgendwas soll ich kaputt machen. Irgendein Wobble, Hopple, Hupple, ach keine Ahnung, irgendwas an der Anlage. Soll ich... Ey Junge, das nennt sich Kollateralschaden, oder? So. Eigene Leute umrufe. Komm mal hin. Übrigens, das finde ich über schön, wenn das auch so... Seht ihr das hin? Zugang verboten, ja? Nur autorisierten Personal, autorisiertes Personal, also die haben sich damals echt die Mühe gemacht und haben auch hier diese Ingame-Grafik dann entsprechend lokalisiert. Das macht man heute überhaupt nicht mehr. Da steht halt weiterhin Warning und, ach, keine Ahnung was, ja, No Entry. Ja, komm, ich weiß, dass man das irgendwie bedienen kann. Weißt du, nachher kriege ich im Forum wieder auf die Backen gehauen, verbal, weil es dann heißt so, die kann man gar nicht aufmachen, 5 Minuten meines Lebens dir zuguckt, die Backe, wie du es trotzdem probierst. Du triffst mich da doch gar nicht. Ich noch so eine Null. Weißt du, und Munitionsverschwende. Stirb, Rebellenschwein! Nein, so. Problem, die rücken halt ständig nach, ja. Ja, das ist ja alles gut und schön. Na, ich. Ach man, jetzt lässt sich nicht wirklich gut spielen. Also. Was machst du hier? Ey, was werde ich hier wohl machen? Na, was sieht's dann aus, du Knallheinz? Ja. Aber ich kann auch die Tür auch irgendwie offen. Also wir probieren es jetzt mal hier den Ding wegzuholen. Ich habe ja Sprengstoff dabei, genau. Sauber, das haben wir gemacht. Ach, warte mal, stimmt, die Dinge kommt ja auch. Warte mal. So, jetzt bin ich richtig, warte mal. Nase. So, dann hört es nicht mehr auf mit der Alarmsirene. So, jetzt aber rum. Ja, also langsam kriege ich die Dreh wieder raus. Aber wenn das echt wenn das mit der Steuerung so eine Sache ist. Also die Pfeiltasten, die Maus ist klar. Und Space, aber ich muss auch ehrlich zugeben, es ist jetzt wirklich lange. Ich habe das auch damals seit langem gespielt. Das galt ja als total revolutionär und evolutionär und hast du nicht. Da ist nochmal ein Kistchen. Nein, jetzt nicht da drunter. Da gab es sogar mal Pläne, diese Reiz verfilmen. Den Nachfolger zeige ich euch hinterher genau. Auch noch. Sieht halt genauso aus. Ja, gleiche Engine, gleicher rote Heini mit Helm. So, jetzt aber. Jetzt stehst du richtig. Nee. Illegales Eindringen gemeldet. Jetzt drücke ich echt jede Taste. Warte mal. Ha! Das war's! So, jetzt laufen wir nochmal zurück, was in den anderen Kisten waren. Mit A. Ja, mit A aktivieren, damit Pfeil bestätigen. Diesen komischen. Jetzt habe ich habe vielleicht doch ein bisschen zu viele Cycles hochgejagt, oder? Vielleicht macht er deshalb so komische Sprünge. So, da bist du. Na? Ah, nee, nicht A, sondern S. So.
Genau, jetzt habe ich nämlich hier so Heilgedöns noch gefunden. Ja, es sollte halt... so, das sind Ausdrücke. So ein bisschen so das Action, das habe ich noch mehr Medizin gefunden. Das Action und das RPG miteinander eher versöhnen und vereinigen. Ja, damals war es halt so, es gab halt die RPGs, die sahen halt aus wie das da hier, oder sie waren halt immer noch aus dieser First-Person-Ansicht, wie in Wizardry oder wie in Ultima-Teil. Okay, mach das so mal kaputt. Okay, kann man nicht. Ja, aber solange das Ding halt blinkt und alert und eindringt... Ach, guck mal, das haben sie nicht übersetzt, das alert. Also die haben vielleicht gedacht, so auch im Deutschen, das wird so grau, heißt vielleicht so. Das nenne ich Nahkampf. Junge! Warte mal, kann man die Dinge kaputt machen? Eigentlich im Prinzip kann man hier alles kaputt machen, wenn man nur lang genug drauf schießt. Ja, ist nicht die Munition auch zu blöd, also Munition zu kostbar. Ich habe eh nicht mehr genug. So. Ich kann doch nicht ständig stehen. So. Ja genau, also es gab ja diese, die RPGs und es gab eben die Action-Spiele. Und, genau, Schalter bediene. Und das Spiel hat das halt so ein bisschen versöhnt und deshalb ganz also evolutionär und ganz coole Ansicht und alles sogar kaputt machen mal. Ja, da gibt es Spiele, die sind 6 Jahre später auf den Markt gekommen, da haben die auch behauptet, so, wir sind revolutionär, weil bei uns kann man alles kaputt machen. Und auch gesagt, so herzhaft gelacht, das gab's schon früher. Oh, okay. Zufallstreffer, aber okay. Alter! Also geht das echt nicht mit der Steuerung. Warum ist das in dem Spiel nicht weitergegangen? Ja, er ist halt immer ins Wasser gefallen. Nee. Nee, Freunde der Nacht. Ich habe irgendwie so mein Zweifel, dass sowas so sinnvoll ist, mich hier einen abzubrechen. Aber andererseits, es ist... Ich weiß jetzt auch nicht genau, ob ihr hier wirklich ein Let's Play, also so ein klassisches Let's Play wollt, oder ob euch quasi ein Spot-On reicht, ja, ein Let's Show, oder wie man es nennen mag. Also auf jeden Fall kann ich jetzt ins Factor Games Archiv ja mal reinplatzieren. Der ein oder andere wird ein begeistertes Wiedersehen feiern. Und vielleicht sich denken, ach ja cool, wenn man das mit der DOSBox zum Laufen bekommt, vielleicht findet man tatsächlich irgendwo eine Anleitung, wie man das besser einstellt, sodass halt die Steuerung wirklich mal steuerbar wird, weil im Moment ist das Wort Steuerung eine Farce, ja. Es ist ein auf gut Glück herumgehusche und gehakel. Es ist definitiv ein richtig cooles Spiel. Und wenn ihr erwachsen seid, ja, dann dürft ihr euch das Spiel ja kaufen. Ist ja auch immer noch schön im Handel unterwegs. Wobei, dadurch, dass indiziert ist, ist es etwas schwieriger. Aber über Österreich, die bekannten Wege, ja, kann man auch das sicherlich noch käuflich erwerben. Wenn man nicht das Glück hat, wie der gute alte Monty, der Silberrücken, der Zocker, damals in den 90ern auf dem Schulhof das Ding gekauft zu haben. Nein, dann treibt mir das immer noch die Zornesröte im Gesicht, was ich für dieses Spiel bezahlen muss. Ich habe das Dreifache vom Ladenpreis, damit ich es bekomme. Frecher. Da sieht man, wohin das führt. Ja, die Ausbeutung der Jugend wegen irgendwelcher seltsamen, abstrusen Gesetze. Ah. Naja, dann lass das nicht... Der Mund hat einen Spaß. Dann lass dies die Worte sein, die letzten Worte in diesem Video. Also nicht das... sondern das vorher. Und... ja, es ist schon wieder spät. Mir hängt schon die Zunge halb zum Mund aus. Das können eigentlich an den Sonnenbrandding. Ich habe eine Sonnenallergie mir eingefangen. Ich wäre echt langsam alt. Andererseits, wer rechnet mit Anfang April damit, dass ich mir jetzt so den Pelz verbrenne? Ist dann nicht mehr lustig. So, gut. Bisschen alte Männer geweine noch als Abschluss. Auch nicht verkehrt. Gut. Also ich wünsche euch noch viel Spaß. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder Tag, was immer im Bild jetzt guckt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Das war Mongols Herkunft Fragta in Crusader No Remorse. Bis bald. Tschüss.